Deichmann ist Europas größter Schuhhändler. Die Konkurrenten Reno und Götz sind dem Marktführer auf den Fersen. Und was ist den Kunden wichtig beim Schuhkauf? Ich achte bei Schuhen eigentlich nur aufs Aussehen. Ich möchte natürlich, dass meine Schuhe auch nicht nach ein, zwei Monaten schon wieder kaputt sind. Wir wollen wissen, welcher Händler hat die höchste Qualität? Meine Befürchtungen haben sich mehr oder weniger bestätigt. Wer hat den besten Style? Die Schuhe, das sind 0815 Schuhe. Und wie fair werden die behandelt, die die Schuhe herstellen? Die Schuhproduktion steckt, was soziale Kriterien, ökologische Standards angeht, noch in den Kinderschuhen. Wir testen Deutschlands Schuhhändler in den Kategorien Fairness, Style, Service, Qualität und Preis. Die Kontrahenten? Deichmann, Reno und Götz. ZDF Zeit macht den großen Schuhmarkt-Check. Die Deutschen sind Europameister im Schuhe kaufen. 250 Euro pro Jahr gibt jeder von uns aus. Drei deutsche Händler sind unter den größten der Branche. Deichmann, Reno und Götz. Wer gilt als der günstigste Schuhmarkt? Ja, teuer Götz. Reno so mittel. Mhm. Und Deichmann halt günstig. Deichmann ist ein günstiger Schuhladen. Götz ist ein bisschen teurer als Deichmann. Also ich glaube, Götz ist am teuersten. Dann würde ich sagen, kommt Reno und am günstigsten ist Deichmann. Los geht's mit unserem ersten Test. Der Preis. Ist Deichmann wirklich der günstigste unserer drei Händler? Die Hauschilds aus Hamburg gehen für uns shoppen. Für jeden ein neues Paar Schuhe. Wir wollen herausfinden, wo kostet der Einkauf vergleichbarer Modelle am wenigsten? Für 5 Paar Schuhe bei Götz denke ich, dass wir so um die 300 Euro ausgeben. Bei Reno, meine ich, kommen wir ungefähr auf 170, 180 Euro. Bei Deichmann denke ich, dass wir vielleicht bei unter 200 Euro bleiben. Unsere Aufgabe für die Hauschilds? Schuhe kaufen. Jeder ein Paar der günstigsten Eigenmarke. Gibt es kein passendes Modell, ist das billigste Markenprodukt erlaubt. Der 3-jährige Louis fängt an. Er bekommt Hausschuhe. Sein älterer Bruder Charlie Turnschuhe. Nochmal hier so. Gerne. Und Schwester Romy bekommt Gummistiefel. Richtig schön. Mutter Juli sucht flache Stiefeletten, da sie viel unterwegs ist. Vater Fabian soll schwarze Herrenschuhe fürs Büro kaufen. Bei Deichmann in der Filiale werden alle fündig. Für die 5 Schuhe zahlen sie knapp 88 Euro. Man darf nicht vergessen, Leder haben wir nicht bekommen, sondern Kunstleder. Oder bei Charlie war der Stoff ein bisschen locker. Also wir haben da auch ein Auge zugedrückt. Dann. Wie schneidet dagegen Götz ab? Vater Hauschild fragt einen Verkäufer nach dem günstigsten Herrenschuh, am besten einer Eigenmarke. Unsere Eigenmarken haben wir hier auf dem Tisch verteilt. Hier sind wir bei einem handgearbeiteten Schuh für 200 Euro. Nicht ganz die Preisklasse für eine 5-köpfige Familie. Doch es gibt auch günstigere Eigenmarken und die werden, wie gefordert, gekauft. Für die 5 Paar Schuhe zahlt die Familie bei Götz knapp 215 Euro. Sie sind jetzt nicht aus allen Wolken gefallen, aber das ist halt Götz, ne? Wie schlägt sich dagegen Deutschlands zweitgrößter Schuhhändler Reno in unserem Preistest? Eigenmarken hat er viele im Angebot. Der Einkauf ist erfolgreich. Insgesamt gibt die Familie hier etwas weniger als 92 Euro aus. Ergebnis unserer Stichprobe: Am billigsten war Deichmann mit rund 88 Euro. Dicht gefolgt von Reno mit knapp 92 Euro. Götz dagegen ist mit rund 215 Euro mehr als doppelt so teuer.
Also ich muss sagen, dass die Diskrepanz zwischen Reno und Deichmann und Görz ja so hoch ist, das habe ich ja überhaupt nicht erwartet. Also ich würde für Kinderschuhe immer wieder zu Reno oder Deichmann gehen. Für meine Herrenschuhe würde ich, muss ich noch mal gucken. Wir wollen es in unserem zweiten Preistest genauer wissen. Alle drei Händler führen auch Markenschuhe. Verkaufen sie gleiche Modelle unterschiedlich teuer? Das Modell Wiki-Plattform von Puma haben wir bei allen drei Händlern gefunden. Wie teuer wird so ein Sneaker wohl sein? Ich würde sie so auf 70 Euro schätzen. So, 70, 80? Frauenschuhe ist es wahrscheinlich, ne? Sichtbare Unterschiede außer der Farbe sind nicht zu entdecken. Bei Reno und Görz beträgt der Normalpreis für den Puma-Sneaker jeweils knapp 65 Euro. Deichmann jedoch ist gut 5 Euro billiger. Die drei Sneaker zeigen wir einem Schuhmachermeister. Christian Schmidt nimmt die Verarbeitung unter die Lupe. Bei allen drei Modellen ist das Obermaterial weitestgehend Leder. Die Sohlen sind auch gleich, nur unterschiedlich, ja, in der Farbe. Richtige Unterschiede kann der Meister nicht entdecken. Der witzigste Unterschied, den ich gefunden habe, ist, die beiden kommen aus Vietnam und der aus China. Also ein Preisunterschied bei den Modellen ist für mich nicht zu sehen, warum das so ist. Made in China ist offenbar billiger. Deichmann hat in unserer Stichprobe die Nase vorn. Zur Erinnerung, schon unsere Testfamilie kaufte bei Deichmann und Reno am günstigsten ein. Der Markensneaker war bei Deichmann jedoch preiswerter als bei der Konkurrenz. Damit gewinnt Deichmann unseren Preistest und erhält einen Punkt. Reno und Görz gehen leer aus. Deichmann geht in Führung. Seit über 100 Jahren ist Deichmann in Essen zu Hause, setzt früh auf günstige Schuhe. In den kargen Nachkriegsjahren, als Leder knapp war, macht die Not besonders erfinderisch. Dr. Heinz-Horst Deichmann hatte die Idee, von seinem Freund Pappeln zu fällen und hatte dann sich noch Gurte von Fallschirmen organisiert, um dann Sandalen zu fertigen. Deichmann kommt rasch wieder in den Tritt. Heute stammt jeder fünfte Schuh, der in Deutschland gekauft wird, von Deichmann. Das macht sich auch im Umsatz bemerkbar. Deichmann liegt hier mit 5,8 Milliarden Euro vorne. Die Hamm Reno Group, zu der Reno zählt, folgt mit einem Umsatz von über 500 Millionen Euro. Mit geschätzten 268 Millionen Euro ist Görz der kleinste Händler in unserem Test. Aber nicht nur der Preis ist uns Verbrauchern wichtig. Auch die Qualität muss stimmen. Bei wem nimmt man wohl die beste Ware mit nach Hause? Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber Deichmann wirkt für mich oft ein bisschen billiger und günstiger. Und da bin ich bei Görz immer am besten aufgehoben. Bei Qualität achte ich im Grunde am meisten auf das Material, aus dem die Schuhe gemacht sind. Ich gehe mal davon aus, dass Deichmann eigentlich so Einwegware liefert. Ne? Wir wollen wissen, wie gut ist die Qualität der Schuhe von Deichmann, Reno und Görz? Wandern ist seit jeher eine große Leidenschaft des Menschen. Schon Steinzeitmensch Ötzi trug vor 5000 Jahren Latschen aus Leder und stopfte sie mit Fell und Heu. Forscher stellten fest, dass die Ötzi-Treter extrem gut isoliert und trittsicher waren. Vergleichbar mit modernen Bergschuhen. Was die aushalten, wollen wir auf der Wanderinsel Madeira testen. Wie schlagen sich Trekking-Schuhe unserer drei Händler im Härtetest? Bei Deichmann und Reno haben wir Eigenmarken gefunden. Den Deichmann Land Rover Trekking Boot für knapp 60 Euro. Sowie den Reno Barmatex für rund 100 Euro. Görz führt keine Trekking-Schuhe als Eigenmarke. Daher wählen wir einen Markenschuh vergleichbarer Bauweise.
Das Modell Oregon von Echo für den regulären Götz-Preis von 180 Euro. Wir schicken eine Frau und zwei Männer auf einen Wanderparcours. Wie schlagen sich die günstigen Eigenmarken gegen den teuren Markenschuh? Der ist jetzt zwar sehr bequem, allerdings auch sehr leicht. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob er wirklich auch den Herausforderungen des Berges standhält. Also ich habe recht große Erwartungen an die Schuhe. Ich möchte einen sicheren Halt haben, sodass ich einfach komplett die ganze Wanderung genießen kann, ohne daran zu denken, auf den Stein darf ich jetzt nicht treten. Für mich muss auch ein Wanderschuh einen guten Halt für den Fuß bieten. Und er wird unseren Test begleiten. Richard Dornfeld, staatlich geprüfter Bergführer und Trekking-Schuh-Spezialist aus Österreich. Das Wichtigste ist natürlich immer, dass man im Schuh trocken bleibt und dass der Fuß auch ein bisschen atmen kann. Meine Erfahrung gibt man da etwa 150 bis 250 Euro dafür aus. Bin einmal gespannt, wie sich die drei schlagen. Vor einer Woche haben unsere Tester die Stiefel zum Einlaufen bekommen. Alle sind mit echtem Leder gefertigt und sollen atmungsaktiv sein. Es gibt nichts Unangenehmeres auf einer langen Wanderung als nasse oder kalte Füße. Erste Herausforderung: Sind alle Schuhe wasserdicht? Von außen kommt nichts rein. Das Modell von Reno aber fällt unangenehm auf. Der Schuh wirkt von außen trocken, aber von innen fühlt sich's doch kalt und feucht an. Die portugiesische Insel Madeira ist bei deutschen Wanderern besonders beliebt, weil die Strecken sehr vielseitig sind. Also bei einem guten Wanderschuh, denke ich, gibt es ein paar Faktoren, die wichtig sind. Auf jeden Fall die Rutschfestigkeit, eine gute Sohle, die auf den verschiedensten Untergründen dann auch eine Stabilität bietet. Einen Tag lang Extremparcours in steilem Gelände und auf unterschiedlichen Belägen. Nur Eis und Schnee lassen wir aus. Was halten die Sohlen im Praxistest aus? Deichmann schwächelt. Meine Befürchtungen haben sich mehr oder weniger bestätigt. Dadurch, dass die Sohle so weich ist, hat sie sich halt bei den Steinen eigentlich komplett durchgebogen. Bei dem Anstieg jetzt hatte ich einen super Grip. Die Sohle hat sich nicht durchgebogen. Es war bequem und ich bin total zufrieden. Nach 15 Kilometern Zeit für das Fazit. Wie zufrieden sind unsere Tester mit Atmungsaktivität, Wasserdichte und Tragekomfort? Für eine längere Bergtour würde ich sie nicht empfehlen, weil eben doch unterhalb der Sohle, die sehr weich ist, also man sieht es hier, man jeden Stein spürt. Was sagt der Bergführer zum Deichmann-Schuh? Er könnte ein bisschen mehr Stabilität geben, vor allem auch für den Knöchel, damit man nicht umknöcheln kann. Wie fällt das Urteil für Reno aus? Ich würde mir wünschen, dass der Schuh etwas atmungsaktiver ist. Wir hatten ja jetzt nicht die heißesten Bedingungen und dafür habe ich dann doch schon geschwitzt. Lob dagegen für den Markenschuh von Götz. Die Sohle ist sehr verwindungssteif, das heißt, gibt auch eine gute Stabilität. Ein Schuh, der überzeugt hat. Fazit der Wanderer: Reno und vor allem das teure Markenmodell von Götz schlagen sich am besten. Wir schicken die Modelle ins Labor, denn bei früheren Tests waren Trekkingschuhe besonders auffällig. 2012 stellte Ökotest bei 9 von 10 Stiefeln erhöhte Schadstoffwerte fest. Wir lassen deshalb auf die Umweltgifte Chrom 6 und Pentachlorphenol testen. Das Labor gibt Entwarnung. Alle drei Modelle sind unbedenklich. Doch sind die Schuhe auch gut verarbeitet und wirklich wasserdicht? 3 Stunden müssen sie bei dieser Härteprüfung im Wasser ausharren. Beim Wandern sind alle drei Modelle noch trocken geblieben. Also insgesamt waren 2 der 3 getesteten Wanderschuhmodelle vollkommen unauffällig, während ein Modell, das von Deichmann, bei der Wasserdichtheitsprüfung auffällig war. Sprich, man würde dann schnell einen feuchten Fuß bekommen. Bei der Wasserdichte bestehen Götz und Reno. Deichmann fällt durch. Und wie stabil sind die Sohlen? Zunächst wird die Unterseite angestochen, um das Auftreten auf einen spitzen Stein zu simulieren. Denn so können Risse in der Sohle entstehen. Dieser Einstich hat sich im Laufe der Prüfung stark vergrößert. Ein Riss in der Sohle.
Auch beim Biegetest fällt nur das Modell von Deichmann durch. Wir konfrontieren das Unternehmen mit den Testergebnissen. Deichmann findet die Extremtests nicht repräsentativ und verweist auf zufriedene Kunden. Wir haben dieses Produkt seit 2009, zumindest mit unveränderter Laufsohle im Angebot. Und es gab keine Kundenreklamationen, die auffällig waren. Labortests sind für die Hersteller freiwillig. Es gibt keine gesetzliche Norm für Trekking-Schuh-Tests. Deichmann selbst präferiert eine andere Testmethode. Es gibt halt eine alternative Testmethode, die ich persönlich besser finde, weil der Winkel halt anders gewählt wird dort und nicht so extrem gebogen wird. Aber das ist in den Normenausschüssen sehr umstritten und hat schon sehr viele hitzige Diskussionen gegeben. Deichmann beauftragt das renommierte Institut, in dem wir getestet haben, auch selbst mit Prüfverfahren. Kein Grund für uns also, an dem Testresultat zu zweifeln. Ergebnis unseres Labortests? Am besten schneiden die Eigenmarke von Reno und der doppelt so teure Markenschuh von Görz ab. Der Deichmann-Schuh dagegen war nicht wasserdicht und bekam einen Riss beim Biegetest. Zur Erinnerung. Auch beim Wandern auf Madeira konnten Reno und Görz im Gegensatz zu Deichmann überzeugen. Bei der Qualität vergeben wir je einen Punkt an Reno und Görz. Deichmann geht leer aus. Damit liegen alle drei gleich auf. Der älteste unserer Händler betrieb anfangs in seinem Hamburger Schuhgeschäft nebenher einen Kartoffelhandel. Bald war Johann Ludwig Görz jedoch klar, mit seinen Schuhen hat er mehr Erfolg bei den Kunden. Seit über 140 Jahren. Mein Urgroßvater hat begonnen 1875 und er hat es weitergetragen. Wir sind in Hamburg filialisiert, über Hamburg hinausgewachsen. Das Stammhaus in Hamburg in der Mönckebergstraße ist heute das größte Schuhgeschäft Europas. Mit seinen bundesweit 158 Filialen ist Görz jedoch nur die Nummer 3. Konkurrent Reno hat mit rund 300 Geschäften fast doppelt so viele. Klare Nummer 1 ist Deichmann mit knapp 1500 Läden in Deutschland. Ist beim größten auch der Service ganz groß? Was denken die Kunden? Also bei Görz bin ich ab und zu und da war der Service eigentlich immer sehr gut. Würde ich sagen, bei Görz die schlechteste. Bei Reno sind sie sehr zuvorkommend. Das letzte Mal, dass ich in einem Schuhladen wirklich einen Schuh gekauft habe, da war ich 16. Reno und Deichmann verstehen sich als Selbstbedienungsläden. Wir sind gespannt, ob sie es in Sachen Beratung und Kulanz mit dem klassischen Schuhhändler Görz aufnehmen können. Der Servicetest. Als erstes wollen wir wissen, wer berät kompetent und freundlich. Unsere Testerin Lilly wird die Läden auf die Probe stellen, denn sie hat ein weit verbreitetes Fußproblem. Ich habe den Hallux Valgus, seitdem ich 12 bin. Und das bedeutet, dass mein Fuß vorne sehr, sehr breit ist, weil der Knöchel dementsprechend nach außen wächst. Das bedeutet, dass ich einen sehr breiten Schuh brauche, um keine Schmerzen zu haben. Und das sind große Schwierigkeiten, die ich somit beim Schuhkauf habe. Los geht's mit Deichmann. Mit versteckter Kamera testen wir das Personal. Wie gut gehen die Mitarbeiter auf Lillys Hallux-Problem ein? Die Verkäuferin ist sichtlich bemüht und hilft, bis der richtige Schuh gefunden ist. Ich muss sagen, ich bin total begeistert gerade von Deichmann, weil es wirklich das erste Mal in meinem Leben ist, dass ich so eine tolle Beratung bekommen habe, was meinen Fuß betrifft. Kann Görz da mithalten? Dafür muss unsere Testerin erst einmal eine Verkäuferin finden. Gucken wir mal, aber irgendwie laufen sie mir alle weg. Lilly bleibt auf sich alleine gestellt, bis sie selbst Mitarbeiterinnen anspricht. Ich bin auch gleich erstmal für eine halbe Stunde weg, weil ich dann auch mal Pause mache. Service? Fehlanzeige. Kein großer Erfolg, muss ich ganz ehrlich sagen. Etwas enttäuscht vom Service, wenig Angebot, wenig Möglichkeiten, mir entgegenzukommen mit meinem Problem, mir zuzuhören. Und bei Reno?
Gleich die erste Verkäuferin kennt sich mit Hallux, dem breiten Ballenzeh, aus. Ist der auch entzündet? Ja. Weil dann ist es noch schwieriger. Eine sehr nette Dame, die mir viele gute Tipps gegeben hat, eine gute Schuhauswahl geboten hat, auf mein Problem eingegangen ist, sogar Geheimtipps aus früheren Zeiten mir noch gegeben hat. Und das hat mir unglaublich geholfen. Die Beratung bei Reno und Deichmann konnte überzeugen. Götz enttäuscht in unserer Stichprobe. Als nächstes testen wir den Rückgabeservice. Lilly hat im Internet bei jedem Händler Schuhe bestellt und will sie im Laden zurückgeben. Ist Götz dieses Mal besser? Lilly jedenfalls geht davon aus. Ich bin sehr gespannt, was mich heute erwarten wird bei den drei Läden, da man bei Götz ja weiß, dass es Service ist vor Ort, man reinkommt, direkt gefragt wird und auch bedient wird. Und bei Reno und Deichmann ist es ja doch eher Selbstbedienung. Ist die Rückgabe bei Online-Käufen tatsächlich so simpel, wie von den Unternehmen versprochen? Wir starten unser Experiment bei Götz. Doch trotz Originalkartons, erst einmal verweigert die Verkäuferin die Rücknahme. Sie müssen die richtig einpacken, komplett verkleben, Retourenaufkleber drauf und dann können Sie das hier abgeben. Dann kann man ja auch zur Post gehen. Ja, nun gut. Ich glaube, es gibt mehr Götz-Filialen als Postfilialen. Schließlich klappt's dann doch. Die Rückgabe der Schuhe war in dem Laden schwierig. Ich habe auch keinen Beleg in der Hand. Nichts, dass ich weiß, dass das Geld auf meinem Konto wieder erscheinen wird. Klappt die Rückgabe bei Deichmann besser? Haben Sie einen Retourenschein mit? Weil das hilft mir nicht. Retourenschein? Nee, den habe ich nicht dabei. Brauche ich leider. Lilly spricht eine zweite Verkäuferin im Laden an. Hier hat sie mehr Erfolg. Ich war auch sehr irritiert über die unterschiedliche Wahrnehmung, da sie auch sehr freundlich zu mir sagte, das wäre überhaupt gar kein Problem. Und demnach denke ich mal, dass der eine mehr informiert ist als der andere. Und wie schlägt sich Reno? Auch hier will Lilly Schuhe, die sie im Internet bestellt hat, im Laden zurückgeben. Der Umtausch bei Reno war sehr unkompliziert. Die Dame hat mir gleich angeboten, falls ich neue Schuhe finden würde, dass sie mir im Tausch das sozusagen verrechnen würde. Zusätzlich testen wir in jeweils zwei weiteren Filialen, wie kulant die Händler bei der Rückgabe online bestellter Schuhe sind. Das Gesamtergebnis? Bei Deichmann hat der Umtausch dreimal geklappt. Bei Reno nur einmal und bei Götz auch dreimal. Damit gewinnen Deichmann und Götz unseren Umtauschtest. Bei der Beratung dagegen schneidet Reno gut ab, ebenso wie Deichmann. Götz hingegen fällt durch. Insgesamt hat damit beim Service Deichmann am besten abgeschnitten und bekommt einen Punkt. Der Discounter Reno bleibt mit Götz gleich auf. Renos Läden gibt es erst seit gut 30 Jahren. Gegründet wurde das Unternehmen 1977 als Versandhandel. Eine Branche, die just in jener Zeit in die Krise gerät. Doch Reno reagiert und eröffnet nun Selbstbedienungsläden. Mit Erfolg. Über den Namen Reno herrscht Rätselraten. War die Stadt in Texas Vorbild? Oder das Pelzgewand der alten Germanen, lateinisch Reno? Das Unternehmen weiß es selbst nicht. Nach mehreren Eigentümerwechseln sind die Gründer längst ausgeschieden. Heute setzt Reno auf auffällige Werbung für ein junges Publikum. Reno, die behalte ich gleich an. Ist Reno damit ein Trendsetter? Das wollen wir als nächstes wissen. Wer hat die stylischsten Schuhe im ganzen Land? Für mich hat auf jeden Fall Götz den besten Style. Götz, also Deichmann wird es nicht sein müssen und Reno. Einen Punkt. Der Discounter Reno bleibt mit Götz gleich auf. Renos Läden gibt es erst seit gut 30 Jahren. Gegründet wurde das Unternehmen 1977 als Versandhandel. Eine Branche, die just in jener Zeit in die Krise gerät.
Doch Reno reagiert und eröffnet nun Selbstbedienungsläden. Mit Erfolg. Über den Namen Reno herrscht Rätselraten. War die Stadt in Texas Vorbild? Oder das Pelzgewand der alten Germanen, lateinisch Reno? Das Unternehmen weiß es selbst nicht. Nach mehreren Eigentümerwechseln sind die Gründer längst ausgeschieden. Heute setzt Reno auf auffällige Werbung für ein junges Publikum. Reno. Die behalte ich gleich an. Ist Reno damit ein Trendsetter? Das wollen wir als nächstes wissen. Wer hat die stylischsten Schuhe im ganzen Land? Für mich hat auf jeden Fall Götz den besten Style. Götz, also Deichmann wird es nicht sein müssen und Reno kenne ich gar nicht. Gefallen mir alle drei irgendwie nicht. Mir geht drum, wenn ich Schuhe kaufe, einfach Outfit teuer. Deichmann, Reno oder Götz? Wer bietet den besten Style? In einer ersten Runde sollen 10 Probanden das für uns bewerten. Aufgebaut sind 3 Tische. Auf jedem Tisch jeweils ein anonymisiertes Paar Schuhe von Deichmann, Reno und Götz. Die Pantoletten auf dem ersten Tisch für den sommerlichen Frauenlook. Die Sneaker als Freizeitschuh für die Damenwelt auf dem zweiten Tisch. Und der seriöse Schnürschuh für den Businessmann auf Tisch 3. Auf jedem der 3 Motto-Tische sollen unsere Tester ihren Favoriten wählen, ohne die Hersteller zu kennen. Welcher Style kommt bei der Mehrheit am besten an? Sie sind relativ modern durch das Glitzern. Eine Momentaufnahme, die sich ändern kann. In jeder Saison, sogar täglich. Weiter geht es mit unserem zweiten Style-Test. Der Laufsteg für High Heels. 3 Models sollen sich das perfekte Outfit als Hochzeitsgast zusammenstellen. Die Kleider bringen sie mit. Nun müssen sie noch High Heels und eine Handtasche einkaufen. Der Modeexperte Rolf Scheider wird den Style am Ende bewerten. Unterstützt wird er von 4 Designstudenten. Ich gebe euch jeweils 100 Euro und mit den 100 Euro könnt ihr euch ein paar Schuhe kaufen und eine Handtasche in dieser Form. Alle Produkte müssen Eigenmarken der Händler sein. Im Laden haben die Models 30 Minuten Zeit zum Einkauf der passenden High Heels und der passenden Handtasche. Wer muss nun wohin? Ich habe Deichmann gezogen und ich bin wirklich super zufrieden damit, weil ich glaube, dass man da mit 100 Euro wirklich ganz viel erreichen kann. Ich muss sagen, ich war lange Zeit nicht mehr bei Reno, deswegen habe ich gerade gar keine Vorstellung, was mich dort erwarten wird. Vom Preis-Leistung wird es, glaube ich, ein bisschen schwer für mich. High Heels sind kein modernes Phänomen. Die ersten Schuhe mit Absätzen sind schon im alten Ägypten zu finden. Wandmalereien zeigen, dass sowohl Männer als auch Frauen Absatzschuhe tragen. Und es gab einen praktischen Nutzen. Ägyptische Metzger sollen hohe Schuhe getragen haben, um nicht im Blut auf den Böden der Schlachthöfe zu warten. Im 19. Jahrhundert wurden Pumps für Männer und Frauen geliebt. Zum Tanzen. Die höchsten heute verkäuflichen Heels haben 30 cm hohe Absätze. So hoch müssen unsere Testerinnen nicht hinaus. Ihre High Heels sollen 7 bis 10 cm messen. 30 Minuten haben sie zum Einkauf in jedem Laden Zeit. Ich bin vage, ich kann mich immer nicht so gut entscheiden. Ihre Aufgabe? Passende Pumps und eine Handtasche für das perfekte Hochzeitsoutfit kaufen. Erlaubt sind nur Eigenmarken. Welcher der 3 Händler bietet den besten Style? 100 Euro durften unsere Models ausgeben. Knapp 55 Euro waren bei Reno fällig, etwa 50 bei Deichmann.
Bei Götz kostete beides fast 84 Euro. Kleider und Accessoires werden kombiniert und die letzten Akzente gesetzt. Werden Sie die Jury von Ihrem Händler überzeugen können? Zeit für den Catwalk. Die Jury weiß nicht, welches Model wo shoppen war. Outfit Nummer 1. Wie kommen die High Heels von Götz an? Die Schuhe, das sind 0815 Schuhe. Schuhe und Handtasche Nummer 2 sind von Deichmann. Können die günstigen Accessoires die Jury überzeugen? Guck dir den Ausschnitt an den Schuhen an, wunderbar. Deichmann kann punkten. Und was hält die Jury von Schuhe und Handtasche Nummer 3? Die sind von Reno. Die Schuhe. Das Outfit von Reno löst keine große Begeisterung aus. Zeit für die Entscheidung. Wen sieht die Jury hinten? Wer hat das Outfit, das am wenigsten Anklang gefunden hat? Letzter Platz für Nummer 1. Götz. Eine Schlappe. Dabei war Götz der teuerste Einkauf. Wer ist der Zweitplatzierte? Outfit Nummer 3, Reno. Der Discounter schlägt den Markenhändler. Und welches Outfit fandet ihr denn am besten? Das Outfit Nummer 2 gewinnt, also Deichmann. Entscheidend war das raffinierte Design der Schuhe. Deichmann hat wirklich den ersten Platz gewonnen, dadurch, dass er tolle Schuhe gemacht hat, also mit einem wunderbaren Schnitt auch in den Pumps, dann auch die Tasche mit den Nieten, modern, das, was eine Frau überhaupt braucht. Die anderen beiden Firmen, Reno und Götz, die waren für mich eigentlich gleichgewichtig. Da war ein kleiner Detail, das war okay, aber es war für mich doch sehr mittelmäßig. Den größten Style-Faktor hat also das kostengünstigste Outfit. Der Sieger unseres Laufsteg-Wettkampfs, Deichmann, gefolgt von Reno. Schlusslicht ist Götz. Zur Erinnerung, bei unseren Motto-Tischen konnten Deichmann und Götz die meisten Stimmen gewinnen. Damit liegt insgesamt Deichmann vorne. Als Überraschungssieger beim Style holt Deichmann einen Punkt und baut seine Führung aus. Reno und Götz können nicht nachlegen. Toller Style, guter Service zu günstigen Preisen. Wie geht das? Wer zahlt am Ende die Zeche dafür? Ich denke eigentlich, dass man nicht so die fairen Produkte da bekommt. Je höher der Preis ist, umso fairer ist es produziert, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das kommt halt auch einfach darauf an, so normal. Welche paar Schuhe ja, sind. Welche Schuhe. So von Deichmanns Eigenmarke, glaube ich, die haben bestimmt nicht die besten Arbeitsverhältnisse. Wir wollen als nächstes wissen, welcher Schuhhändler der fairste ist. Fairness fängt bei der Bezahlung der Mitarbeiter an. Eine erfahrene Verkäuferin verdient laut Tarif rund 2.400 Euro brutto im Monat. Wir fragen nach, welcher der drei Unternehmen hält sich an Tarifverträge? Wir sind in allen Bundesländern Mitglieder der Tarifgemeinschaften. Wir zahlen darüber hinaus zusätzlich ein erhöhtes Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Bei Reno gibt es keine Tarifverträge. Man orientiere sich am, wie es heißt, Branchenniveau. Götz will sich dazu nicht äußern. Wie steht es um das Arbeitsklima? Auf Bewertungsportalen im Internet kann das Personal seine Arbeitgeber anonym beurteilen. Bei Deichmann halten sich Lob und Kritik die Waage. Die Arbeitsbedingungen bei der HR Group, zu der Reno gehört, haben sich verschlechtert, wird beklagt. Für Götz gibt's ebenfalls Kritik. Es werde schlecht bezahlt und zu viel erwartet, heißt es. Auch wenn die Beiträge sehr subjektiv sind, die Tendenz ist eindeutig. Deichmann schneidet noch am besten ab. Reno mittel. Götz eher schlecht. Wir bewerben uns bei Götz Undercover als Aushilfe.
Unsere Reporterin wird zu einem Probearbeitstag eingeladen und ohne lange Einweisung auf Kunden losgelassen. Bei der Schulung oder bei dem Briefing wurde ich überhaupt nicht eingeführt. Ich konnte weder irgendwelche Fragen von Kunden zu Materialien oder medizinischen Problemen beantworten. Insofern habe ich mich dann doch manchmal sehr überfordert gefühlt und war im Nachhinein auch etwas erschüttert darüber. Neue Mitarbeiter werden offenbar unzureichend eingewiesen und geschult. Eine Erfahrung, die weitere Recherchen bestätigen. Eine ehemalige Mitarbeiterin berichtet zudem von regelmäßigen Taschenkontrollen. Die Taschen der Mitarbeiter wurden kontrolliert, bevor man den Laden verlassen hat, nach Arbeitsschluss. Dabei war das Besondere auch, dass eben nicht nur geguckt worden ist, sondern auch zwischendurch mit den Händen reingegriffen wurde. Was ich persönlich wirklich nicht schön fand, weil ich darüber am Anfang auch nicht aufgeklärt worden bin. Kontrollen der Taschen von Mitarbeitern sind grundsätzlich nicht verboten, da sich der Arbeitgeber gegen Diebstahl wehren darf. Regelmäßigen Taschenkontrollen muss der Betriebsrat zugestimmt haben. Wir fragen Götz, ob das der Fall ist. Doch das Unternehmen will nicht einmal sagen, ob es einen Betriebsrat gibt. Bei Deichmann finden regelmäßige Taschenkontrollen laut Geschäftsführung nicht statt. Und Reno teilt uns das Gleiche mit. Was die Fairness gegenüber Mitarbeitern betrifft, ergeben unsere Recherchen eine Tendenz, aber für ein Urteil reicht es nicht. Das liegt auch an mangelnder Transparenz mancher Unternehmen. Und wie steht es um die Fairness bei der Schuhproduktion? Da gibt es viel zu tun, monieren Experten, die seit Jahren die Arbeitsbedingungen im Ausland untersuchen. Die Schuhproduktion steckt, was soziale Kriterien, ökologische Standards angeht, noch in den Kinderschuhen. Wir fragen nach. Die HR Group, zu der Reno gehört, antwortet uns, man sei Mitglied internationaler Organisationen zur Einhaltung sozialer Standards. Wo aber wie viele Schuhe zu welchen Löhnen produziert werden, will man nicht offenlegen. Das sei ein Betriebsinterner. Görz spricht davon, dass Mitarbeiter das Kapital des Unternehmens seien. Was die Schuhproduktion betrifft, finden wir jedoch keinen Verhaltenskodex und auch keine Informationen, wo die Görz-Eigenmarken herkommen. Wir erhalten einen Hinweis, dass Görz in Indien produzieren lässt. In Agra, Sitz des weltberühmten Grabdenkmals Taj Mahal. Die Millionenstadt ist bekannt für ihre Lederschuhproduktion. Doch in den Fabriken drehen dürfen wir nicht. Wir finden trotzdem zwei Brüder, die in der Schuhindustrie arbeiten. Hemant erkennt die Eigenmarke des Hamburger Schuhhändlers Görz wieder. Diese und diese wurden bei uns hergestellt. Der Angestellte in der Qualitätssicherung erzählt uns, dass er 9.000 Rupien im Monat verdient, umgerechnet 113 Euro. Die Arbeitsbedingungen seien okay. Hemant teilt sich eine Unterkunft mit seinem Bruder, der auch in der Schuhindustrie arbeitet. Wir bräuchten mehr Platz und eine bessere Ausstattung. Aber das kann dauern. Denn dafür reicht ihr Lohn nicht, trotz einer 6-Tage-Woche und Überstunden. Ich bin schon lange dabei und der Lohn ist immer gleich geblieben, obwohl alles teurer wird. Experten schätzen, der Lohn müsste doppelt so hoch sein, um die Existenz zu sichern. Falls Görz tatsächlich der Auftraggeber sein sollte, müsse das Unternehmen Verantwortung übernehmen. Das heißt, Görz müsste jetzt auf diesen Zulieferbetrieb zugehen und sagen, die Löhne sind nicht hoch genug. Unser Fazit. Es gibt Hinweise darauf, dass Görz in Agra produzieren lässt. Wir wollen jedoch sicher gehen und fragen das Unternehmen. Doch Görz will sich nicht äußern. Die Vorwürfe lediglich intern prüfen. Unser Eindruck? Transparenz geht anders. Auch Deichmann sah sich in der Vergangenheit mit Vorwürfen konfrontiert. Es mangele an Transparenz, kritisieren Umweltschützer und Menschenrechtler. Deichmann selbst betont seinen hohen sozialen Anspruch.
Auf der Webseite heißt es, die Löhne bei den Lieferanten müssten ein gewisses frei verfügbares Einkommen gewährleisten. Ist das auch so? Deichmann ist besonders in China aktiv, einem Land, das für Menschenrechtsverletzungen am Pranger steht. Wir bekommen die Erlaubnis, eine Fabrik zu besichtigen. 24 Millionen Paar Schuhe stellt dieses chinesische Unternehmen pro Jahr für Deichmann her. Fast jeder siebte Schuh stammt von hier. Es sind 6.100 Mitarbeiter hier beschäftigt und die Produktion ist ausschließlich für die Deichmann-Gruppe bestimmt. Lixian Li ist seit mehreren Jahren in der Fabrik und verdient über 4.000 Yuan. Das sind mehr als 500 Euro im Monat. Mein Job ist zurzeit, diese Teile auf dem Band auszurichten. Die Arbeit ist einfach, trotzdem werden wir einen halben Tag lang eingewiesen. Im Durchschnitt, sagt uns Deichmann, liegt der Lohn der Mitarbeiter bei 500 Euro. Das ist mehr als das Doppelte des regionalen Mindestlohns. Wir prüfen das auf einem inoffiziellen Gehaltsportal nach. Der Durchschnittslohn für die Deichmann-Fabrik? 3.910 Yuan, umgerechnet um die 500 Euro. Danach stimmen die Deichmann-Zahlen. Faire Bedingungen, so scheint es. Doch ist die Vorzeigefabrik die Regel im Deichmann-Kosmos oder die Ausnahme? Die Fabrik ist ein sehr dankbarer Fall, weil Deichmann eine sehr große Kontrolle über diese Fabrik hat und die Konditionen bestimmen kann. In vielen Fabriken, in denen wir waren, beziehungsweise wo wir mit Arbeitern und Arbeiterinnen gesprochen haben, ist genau das nicht der Fall. Das heißt, Deichmann ist häufig in Fabriken präsent, wo sie nur ein kleines Produktionsvolumen innehaben. Nach unserem Besuch in China bleibt offen, ob die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen bei allen Deichmann-Lieferanten so sind wie in dieser Vorzeigefabrik. Deichmann will jedoch noch transparenter werden. Das Unternehmen hat angekündigt, seinen Kritikern Einblick in die Lieferkette zu gewähren. Wir haben den Eindruck, dass Deichmann die ersten Schritte schon gegangen ist. Das heißt aber nicht, dass in den Fabriken alles okay ist. Das heißt nur, dass sie eine Absichtserklärung abgeben und versuchen, andere Unternehmen mitzuziehen. Bei den beiden anderen Unternehmen habe ich den Eindruck auch nicht. Fazit. Deichmann bemüht sich um Transparenz bei der Schuhproduktion und in Deutschland zahlt man nach Tarif. Dafür vergeben wir einen Punkt. Reno und Görz gehen leer aus. Damit kann Deichmann das Fairness-Kapitel für sich entscheiden und zieht der Konkurrenz davon. Der große Gewinner des Schuhmarktchecks, Branchenprimus Deichmann. Doch Schuhe sind ein schnelllebiges Geschäft. Der Kampf um Marktanteile ist voll im Gange. Auch die großen Schuhmarktketten müssen sich immer wieder neu erfinden. Wenn das zugunsten von uns Kunden passiert und dabei Fairness und Qualität Schritt halten, dann sind wir alle auf einem guten Weg.